Herzlich willkommen bei Kolben will's wissen. Heute Morgen wieder Open Air hier auf der Pontstraße vor dem Bürgerinnentreff und ja, immer näher vor der Kommunalwahl. Und deshalb habe ich heute Elisabeth Paul eingeladen, weil die Kommunalwahl auch die Städteregion betrifft. Das wissen die wenigsten und deshalb haben wir uns entschieden, da heute eine kleine Nachhilfestunde zu machen und auch über die Themen, die die Städteregion betrifft, ins Gespräch zu kommen. Das ist nämlich gar nicht wenig. Elisabeth Paul, stellvertretende Städteregionsrätin. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, hier mit mir zu sprechen. Und vielleicht mal zum Anfang, wer, wenn nicht du, kann uns erklären, was ist die Städteregion? Und ja, auch ein bisschen, warum ist sie gegründet worden und was macht den Mehrwert der Städteregion gegenüber der Kommune aus? Ja, danke für die Einladung. Ich erzähle gerne was zur Städteregion. Also die Städteregion gibt es jetzt 11 Jahre. Sie wurde gegründet, um Aachen, was ja im äußersten Westen Deutschlands liegt, damit die Region hier nicht abgehängt wird in der Zeit, wo alles global abläuft und auch viele Gemeindeverbünde sich bilden, hat sich die Städteregion auch, also der alte Kreis Aachen und die Stadt Aachen, zusammengetan zur Städteregion, um gemeinsam Synergien zu heben, um stärker aufzutreten in diesem Verbund der Regionen. Vielleicht muss man wissen, die Städteregion hat etwa doppelt so viele Einwohner wie die Stadt Aachen allein, also etwas über 500.000, und gehört damit zu den 10 größten Gebietskörperschaften Deutschlands. Und damit hat sie im Wettbewerb der Region, wie es so schön heißt, ein größeres Gewicht. Idee ist aber auch eine finanzielle, also sparsamer zu arbeiten, Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Und es sind einige Bereiche vom ehemaligen Kreis Aachen auf die Städteregion übergegangen. Die Stadt Aachen hat übrigens seinen kreisfreien Status erhalten, hat also weiterhin einen Oberbürgermeister und Bezirksvertretungen, ist aber auf der anderen Seite auch städteregionszugehörig, was also eine gewisse Zwitterstellung bedeutet und auch zu einigen Schwierigkeiten geführt hat, die wir in der Vergangenheit sehr heftig hatten, im Moment nicht mehr so stark. Der ganze Sozialbereich ist in der Städteregion angesiedelt und auch die Ausländerbehörde, Schule zum Teil, das Bildungsbüro ist in der Städteregion und ist zuständig für die gesamte Region, also für die 9 Kommunen plus Stadt Aachen. Also das heißt, wir müssen jetzt zwischendurch immer mal ein bisschen innehalten, wenn hier der Verkehr noch an uns vorbeirollt. Das Thema Mobilität werden wir gleich auch noch mal ansprechen. Morgens in der Pontstraße, die eigentlich Fußgängerzone ist, gibt es viel Lieferverkehr. Das ist auch ein großes Thema. Wie kriegen wir die Innenstadt attraktiver mit weniger Autos? Heißt aber auch, wie kriegen wir das mit dem Lieferverkehr in den Griff? Vielleicht können wir an dem Thema, es bietet sich gerade so an, mal einhaken, Mobilität und Städteregion. Da gibt es ein großes Thema, was, glaube ich, viele Menschen auch gar nicht wissen, dass die Schiene ein Thema der Städteregion ist, dass die Regiotram quasi auf dem Tisch der Städteregion liegt und entscheidungsreif ist und umsetzungsreif. Kannst du uns dazu was sagen? Ja, also Mobilität ist in der Städteregion auch ein Thema, aber ein anderes als in der Stadt. Wir haben nicht das Thema Lieferverkehre, sondern eher also kommunenübergreifende Verkehre, Pendlerverkehre und eben auch das Thema schienengebundener Verkehr. Wir haben die Euregiobahn, die auch erweitert werden soll nach Norden und auch nach Süden bis nach Eupen hin. Und eben das Thema Regiotram, die soll von Herzogenrath ins Herz der Stadt führen und auch wieder aus dem Herzen raus. Also eine enge Verbindung zwischen dem Norden zunächst mal und der Stadtmitte sein. Und damit hoffen sowohl die Stadt als auch das, ich sag jetzt mal, ehemalige Kreisgebiet, dass damit auch Pendlerströme sehr heftig reduziert werden können. Das sind ja enorme Zahlen, die es da gibt. Also aus dem Nordkreis über 60.000 Pendler täglich, insgesamt mit dem Süden fast 100.000. Also es ist eine wahnsinnige Zahl an Menschen, die hier nach Aachen kommen, um zu
zu arbeiten, die wir eben auch im öffentlichen Nahverkehr transportieren wollen und denen genügend Raum geben wollen. Also von daher ist es sehr erfreulich. Auch die Euregio-Bahn ist ja eigentlich ein Erfolgsmodell. Ich selber bin in 7 Minuten von Kohlscheid direkt an der Schanz. Also das ist total bequem, es ist kurz getaktet, es ist sehr gut zugänglich. Also so wünschen wir uns ÖPNV. Und die Regiotram wird das, denke ich, dann auch nochmal schließen für den Norden und perspektivisch eventuell auch in den Süden rein mit den Euregio-Bahnen. Aber nun mal weiter zu den anderen Themen, die die Städteregion betreffen. Was ist aus deiner Sicht so, du hast es ja schon gesagt, es geht darum zu sparen, es geht darum, ein effizienter zu sein, als Region sich stärker aufzustellen. Da gibt es ja auch das Thema Gewerbeflächen, was für die Stadt Aachen ein großes Thema ist. Wir haben zu wenig Platz. Und wenn wir größer denken, auf der Städteregionsebene, haben wir plötzlich auch nochmal viel mehr Optionen, dort Gewerbetreibenden Platz zu geben. Dafür braucht es aber Absprachen bezüglich der Gewerbesteuern, die ja noch kommunal festgelegt werden. Da gibt es aber Gespräche und auch Perspektiven, sich zu öffnen. Und das für mich ist das der größte Mehrwert, auch nochmal, ja, einmal sich stärker aufzustellen, also jetzt auch im Kontext der Metropolregionen, die wir drumherum haben, Düsseldorf, Köln, das sind starke Regionen, da auch hier die Aachener Region aufzustellen, aber auch eben dort Dinge anzubieten, die wir in den Kommunen nicht anbieten können, wie Gewerbeflächen, sondern im Verbund stärker nochmal anbieten können. Was gibt es da für Verbundlösungen, die du auch für besonders gelungen hältst? Jetzt auch, wenn wir auf 11 Jahre Städteregion zurückblicken, das ist ja schon eine lange Zeit. Was sind die regionalen Projekte, die, mit denen wir da auch werben können? Ja, es ist ein schwieriges Thema, weil dieser Gewerbeflächenverbund, der wurde schon, ich habe ja früher in der Stadt Aachen-Politik gemacht, da wurde der schon diskutiert. Es ist sehr schwierig, weil eben, wie du schon sagtest, die Gewerbesteuern kommunal anfallen und so ein Gewerbeverbund würde eben eine Gemeinschaft, wo man auch diese Gewerbesteuern gemeinsam eruiert und sich auch angleicht, diesen Konkurrenzkampf zwischen den Kommunen einfach mal was behebt. Da ist sehr viel im Gange. Wir haben zum Beispiel ein städteregionales Einzelhandelskonzept, strikt heißt das, dass man sich abstimmt, wo großflächiger Einzelhandel auch entsteht. Ich glaube, da gibt es inzwischen eine ganz gute Kommunikation zwischen Stadt und Städte, Stadt Aachen und Städteregion. Also da spricht die Städteregion für die anderen Kommunen. Und worauf wir, ich bin ja nun mal Grüne und wir haben in der Städteregion einen schwarz-grünen Kooperation, nennen wir das, worauf wir natürlich auch Wert legen, ist, dass es ökologisch gestaltet ist und nachhaltig. Wir haben also Strukturwandel, großes Thema. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel die letzten RWE-Aktien verkauft und haben damit 16 Millionen erlöst, wovon 6 Millionen in sozialen Wohnungsbau gehen und der Rest in den Strukturwandel. Moment. Auch zügig der Verkehr hier in der Ponnenstraße, ja, an manchen Stellen. Aber vielleicht kannst du das nochmal sagen. Also ja, wir haben die restlichen RWE-Aktien verkauft. Das hört sich ja so an, 2, 3 Aktien lagen noch auf dem Tisch, aber das ist schon ein ordentliches Paket gewesen. Wir haben natürlich gewartet bis zum Zeitpunkt, wo der Kurs nicht allzu zu schlecht stand und haben jetzt 16 Millionen eingenommen, von denen wir 6 Millionen in den sozialen Wohnungsbau stecken und 10 Millionen in Strukturentwicklung. Wobei für uns, also wir Grüne, wünschen uns, dass Strukturentwicklung nicht nach dem Gießkannenprinzip erfolgt, sondern dass wir ausschreiben und regionale Wertschöpfung für uns wichtig ist und natürlich auch Nachhaltigkeit. Was heißt das konkret? Also welche Projekte würdest du gerne gefördert wissen? Also da kommt jetzt natürlich auch dieser Braunkohleausstieg, ja, dazu und die Milliarden, die in die Region fließen, aufgrund dieser Ausstiegsgesetze. Und wo wir gerne hätten, dass zum Beispiel alte Braunkohlestandorte in Weißweiler oder so Standorte sind für Solartechnik, für neue Speichertechnologien, für Windparks, für all solche Sachen. Und wir streben ja an, programmatisch, dass wir bis 2030 die erste CO2-neutrale Region Europas sind. Ein hohes Ziel, aber es ist erreichbar. Genau, da gehört Aachen dann dazu.
Also ich denke, dass wir das auch gemeinsam gut schaffen können. Also gerade über den Strukturwandel, Rheinisches Revier, Kohleausstieg, haben wir ja mit der Städteregion, sind wir Teil dieses Pakets, auch nochmal die Möglichkeit, wirklich Investitionen zielgerichtet in die Hand zu nehmen. Ich weiß von Geothermieprojekten in Eschweiler, die auf dem Tisch liegen, von anderen wegweisenden Zukunftstechnologien, die in Jülich entwickelt werden, die hier in Aachen entwickelt werden. Also da sind wir ja wirklich ein Hotspot von Innovation, sage ich mal. Und wir haben es in der Hand, was du auch nochmal sagtest, über das Strukturförderpaket, auch diese Dinge hier nicht nur zu entwickeln, sondern auch anzusiedeln und nachhaltig auch eine Struktur zu schaffen, Standorte zu schaffen, wo wir selbst erneuerbare Energie in die Hand nehmen. Ein Blick in die Städteregion ist Herzogenrath als energieautonome Stadt, die natürlich mit den Niebelsteiner Sandwerken eine Wahnsinnsfläche hat, um Solar großflächig zu produzieren. Aber auch hier in Aachen haben wir noch lange nicht alle Dächer mit Solarenergie ausgestattet. Wir sind dabei, die Windenergieanlagen zu erneuern, zu potenzieren, zu repowern. Das sind wichtige Zukunftsprojekte, wo wir jetzt auch wirklich, das hattest du eben gesagt, konzentriert auch Gelder investieren müssen, damit wir aus diesen Investitionen auch wieder langfristig eine Wertschöpfung haben. Also weil das, was wir, die Energie, die wir selber erzeugen, bringt ja auch wieder Einnahmen, bringt auch eine Sicherheit in die Region. Das heißt, das haben wir gerade und das wäre die Überleitung zum Thema Corona. Also gerade in der Corona-Krise haben wir ja festgestellt, wie abhängig wir sind mit unseren globalen Verbindungen. Ne? Also wenn da eine Verbindung gekappt wird, dann stehen wir plötzlich ohne Masken da. Das war jetzt das große Thema. Aber auch wenn Energie woanders produziert wird, sind wir davon abhängig, ob wir sie weiterhin bekommen oder nicht. Von daher ist es für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, in Zukunft eben stärker regional, auch gerade was die Energieerzeugung angeht, uns aufzustellen, um dort auch autonom zu sein, um die Wertschöpfung in die Region zu bringen. Und Corona war ja ein Städteregionsthema. Das heißt, der Krisenstab war beim Gesundheitsamt angesiedelt und das ist eine städteregionale Aufgabe. Vielleicht kannst du da noch mal was sagen. Wie ist die Arbeit dort verlaufen und war das ein Vorteil, dass wir da eben städteregional agiert haben? Ich denke, ja. Ja, das war ein großer Vorteil. Ja. Ich glaube, da hat sich die Städteregion zum zweiten Mal, würde ich sagen, nicht zum ersten Mal, wirklich so dem Bürger auch nahegebracht, was es bedeutet. Wir haben ja ein gemeinsames Gesundheitsamt inzwischen, das ist bei der Städteregion. Wir hatten zwei Krisenstäbe, Stadt und Aachen, weil die Städte, auch die Bürger, Bürgerinnen, jeder muss ja mitgenommen werden. Das hat hervorragend funktioniert, so hervorragend, dass also die Städteregion sich beworben hat als Modellkommune im Umgang mit diesem Krisenmanagement und sie wurden von allen Seiten hochgelobt, weil das merkt man ja, Corona, das Problem war ja, dass viele unterschiedliche Konzepte gab, die im Widerspruch zueinander standen. In unserer Region war es einheitlich und das hat sich bewährt. Die Bürger und Bürgerinnen sind mitgegangen. Wir waren sehr erfolgreich, in der ersten Phase zumindest. Ich hoffe, dass die zweite genauso erfolgreich sein wird. Ich sagte ja das zweite Mal, der erste große Mehrwert ist für mich als Ur-Atomkraftgegnerin das breite Bündnis gegen die Schrottreaktoren in Dohle und Tihange. Das hat die Städteregion federführend organisiert. Natürlich waren die Stadt Aachen und die anderen Kommunen beteiligt, aber das große Engagement und die Federführung hatte die Städteregion. Und sie hat es hier geschafft, ein großes Bündnis mit 4 oder 5 Bundesländern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Baden-Württemberg und viele Städte, Köln, Düsseldorf, Bonn, zusammenzuschließen und gemeinsam nicht nur gegen die Schrottreaktoren, sondern auch gegen den Export von Brennelementen nach Belgien zu den Schrottreaktoren von Deutschland aus zu organisieren. Das ist derzeit ja ein großes Thema, aber das ist bei uns anhängig. Es gibt da also sehr viele Gespräche und auch Eingaben und Petitionen dieser 5 Bundesländer unter Federführung der Städteregion. Und die Klage gegen Belgien wegen der Reaktoren, des Laufs der Reaktoren, da erwarten wir im September einen Gerichtsentscheid, der vielleicht endgültig dazu führt, die Region
zu schützen vor diesen Schrottreaktoren. Und das ist ein ganz fundamentales Interesse. Das sind Ängste, berechtigte Ängste, die hier existieren, die einfach Lebensperspektiven bestimmen. Das heißt, hier hat sich eindrücklich auch gezeigt, dass regional besser ist, als lokal zu handeln. Ich kandidiere natürlich jetzt als Oberbürgermeisterin von Aachen, aber das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da die Stärke in der Regionalität sehen. Natürlich auch die Verantwortung, die wir als Stadt für die Stadt haben. Das ist ja so die Spannung zwischen Städteregion und Aachen. Darauf möchte ich aber jetzt im Detail nicht weiter eingehen, weil ich glaube, da könnten wir jetzt nochmal einen Podcast mitfüllen. Und sehe aber viele Perspektiven auch nochmal wirklich die besondere Chance der Städteregion auch zu nutzen, auch als Stadt Aachen im Sinne der Entwicklung der Stadt hinsichtlich Mobilität, hinsichtlich Strukturwandel, hinsichtlich auch des politischen Zusammenschlusses, den du gerade auch hinsichtlich Tihange gezeigt hast, dass wir da gemeinsam sind für stärker. Und das ist ja wirklich ein Bravourstück von politischer Verbindung, von politischem Handeln, dass man sich da gemeinsam aufgestellt hat, auch parteiübergreifend, über Ländergrenzen hinweg in einem System von Föderalismus, wo wir normalerweise an der Ländergrenze in die Vollbremsung gehen, ist es an der Stelle auch möglich gewesen zu zeigen, das geht. Und ich hoffe, dass das auch geht, wenn es nicht nur gegen irgendwas ist, sondern auch für die Region, für die Stärkung unserer Region. Weil da haben wir auch noch große Aufgaben hinsichtlich Energie- und Mobilitätsthema. Ein letztes Thema noch zum Städteregionstag. Das ist auch ein brisantes Thema. Ich würde es gerne auch noch zum Ende nochmal ansprechen, weil es auch viele Menschen beschäftigt und sorgt. Ich habe Gespräche geführt mit dem Café Zuflucht zum Beispiel, die geflüchtete Menschen hier in der Stadt betreuen, die sehr darunter leiden, dass die Ausländerbehörde, die auch bei der Städteregion angesiedelt ist, ihre Ermessensspielräume sehr eng auslegt. Es gab in der letzten Zeit einige drohende Abschiebungen, auch von Menschen, die wirklich gut integriert sind, die Ausbildungsplätze in Aussicht haben, die in Ausbildung sind. Was kannst du dazu sagen? Das ist dir ja auch ein besonderes Herzensthema. Du bist seit vielen Jahren in dieser Arbeit sehr aktiv, hast auch direkt konkret mit jungen geflüchteten Menschen gearbeitet, sie begleitet auf ihrem Weg hier anzukommen. Und was sind da aus deiner Sicht die Herausforderungen, die es gilt anzugehen? Also was muss sich ändern, damit wir dort auch ein System haben, was noch mal offener ist, noch mal mehr auch jungen Menschen den Menschen im Blick hat? Und ja, ich will die Frage nicht schon beantworten, bevor ich sie dir stelle. Ja, genau, ja. Das ist aber der Kern der Sache. Wir haben eine Ausländerbehörde im Rahmen der Städteregion, sind die beiden Ausländerbehörden zusammengeführt worden. Wir haben, ich sage mal leider, die Aachener Ausländerbehörde ist implementiert worden und die geht sehr rigide um mit Geflüchteten. Das kann ich einfach so sagen, als jemand, der seit Jahrzehnten eigentlich in der Flüchtlingsarbeit tätig bin, gemeinsam mit meinem Mann. Und hier sind wir eigentlich sehr aktiv, aber es ist schwierig. Man sagt immer, das wird auch immer geteilt, wir möchten gerne so im Sinne der Kunden, Kundinnen, so nennen wir die dann eben, die Ermessensspielräume ausnutzen, ausschöpfen. Wir haben eine Härtefallkommission auf mein Betreiben hin auch, so eine sogenannte Härtefallkommission eingerichtet, in der auch Pro Asyl, das Café Zuflucht selbst nicht, und die politischen Parteien nicht vertreten sind. Das haben wir auch so in Ordnung gefunden, damit da keine Showkämpfe stattfindet, sondern wirklich im Interesse der Härtefälle gearbeitet wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die funktioniert. Ich bin auch oft sehr hilf- und ratlos. Derzeit läuft eine Organisationsuntersuchung der Ausländerbehörde von einem Schweizer Unternehmen. Und wir haben beantragt, dass auch nochmal eine Kundinnenbefragung durchgeführt wird, was natürlich nicht einfach ist. Braucht man Dolmetscher, man weiß auch nicht, wie mutig die Menschen sind, auch negative Erfahrungen zu äußern. Aber es ist mir und uns ein Herzensanliegen, dass wir wirklich als weltoffene Gesellschaft und Region, als die wir uns immer präsentieren, dass wir es auch wirklich ernst nehmen, wenn es um geflüchtete Menschen geht, die hier ankommen.
Wir haben ein kommunales Integrationszentrum, es gibt eins in der Stadt, es gibt eins in der Städteregion. Wie viel Sinn das macht, zwei zu haben, ist vielleicht eine andere Frage. Aber da gibt es viele tolle Konzepte, wie man eben geflüchtete Menschen in Arbeit bringt, ihnen eine Ausbildung ermöglicht, wird aber vielfach konterkariert durch das Agieren der Ausländerbehörde. Und hier muss eigentlich endlich was passieren und wir hoffen, dass das auch zeitnah geschieht. Ja, es ist ja auch eine politische Frage, welche Vorgaben dort gemacht werden. Von daher hoffe ich auch, dass wir mit der anstehenden Wahl und den politischen Veränderungen da auch nochmal mehr Druck machen können, dass dort offener agiert wird. Auf der anderen Seite, das hast du ja auch schon gesagt, gibt es hier in Aachen, und das erlebe ich durch meine Gespräche, die ich im Moment führe mit freien Trägern, mit sozialen Einrichtungen, die wirklich sehr umfänglich auch diese Menschen unterstützen, sei es eben das Café Zuflucht durch ihre Beratung, Begleitung, aber auch das pädagogische Zentrum, was Sprachhilfen angibt. Das hattest du eben auch angesprochen, Übersetzung in verschiedenen Situationen, was möglich ist. Wir haben 160 Nationen hier in Aachen. Also das hattest du ja auch nochmal gesagt, das ist wirklich ein Fund, eine Vielfalt, die wir hier haben. Und das ist auch eine Aufgabe für uns als Stadt, dieser Vielfalt einen guten Boden zu geben, dass sie hier auch gut wachsen kann, gut leben kann und dass wir sie nicht von unten austrocknen. Das, denke ich, ist auch nochmal eine ganz zentrale Aufgabe für dich als hoffentlich wieder Städteregionstagsmitglied und für uns als Stadt auch, die ja auch dort entsprechend mitarbeiten, dass wir da das Wohl der Menschen, die zu uns kommen und auch deren Engagement, deren Initiative stärken, dass wir diese Menschen stärken, dass wir sie nicht zurücklassen. Und die Härtefallkommission, denke ich, ist ein erster Schritt, auch dort nochmal ein Forum zu geben, wo Dinge nochmal besprochen werden können, und hat ja auch in verschiedenen Problemfällen bewiesen, dass sie dann Verfahren nochmal neu aufrollen oder es neue Wege gefunden werden, um eben die Menschen vor der Abschiebung zu bewahren, was ja letztlich der Punkt ist, den wir verhindern wollen, wenn er nicht gerechtfertigt ist. Von daher herzlichen Dank, Elisabeth Paul, stellvertretende Städteregionsrätin und Kandidatin für den neuen Städteregionsrat. Und ich hoffe, dass die Zusammenarbeit, Regionstag, genau, das passiert mir ständig, dass ich das, diesen einen Buchstaben vor und zurück repetiere. Also, dass wir künftig mit Stadt- und Städteregionstag gut zusammenarbeiten, dass wir die Potenziale, die in diesem Zweckverband stecken, in dieser regionalen Aufstellung wirklich aktiv nutzen, um die Region nach vorne zu bringen, weil die Zeiten des Kirchturmdenkens, die sind vorbei. Die Herausforderungen, die sich uns stellen, sind so komplex, dass wir das auch gemeinsam machen müssen. Und an dieser Stelle, das haben wir jetzt noch gar nicht benannt, die Städteregion hat ihr Klimaschutzkonzept schon länger aufgelegt als die Stadt Aachen, also ist da auch vorangegangen mit einem Konzept. Und wir haben mit dem Strukturwandel Rheinisches Revier Geld in der Hand, auch da das Klimaschutzkonzept sowohl in der Städteregion als auch in der Stadt Aachen prioritär umzusetzen und das natürlich sozialverträglich. In diesem Sinne danke ich Ihnen fürs Zuschauen, danke Elisabeth Paul für deine Zeit und deinen Einblick in dieses ja nicht so ganz einfache Thema. Ne? Also das ist ja auch, haben wir es auch nicht leicht mitgemacht mit dieser Strukturreform, aber sie bietet, denke ich, viele Perspektiven. Und in diesem Sinne, wählen Sie sowohl richtig in der Kommune als auch in der Städteregion und schaffen Sie dafür die Voraussetzungen, das Klimaschutzkonzept überall prioritär und konsequent umzusetzen.